Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla Anschüchter für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute gibt es ein Toy aus dem Pre-Event zu Dragonflight und dazu bin ich auch schon hier bei den Pre-Event Elementarangriffen. Und hier ist es so, dass wir uns eine Währung besorgen können. Und über diese Währung können wir uns verschiedene Sachen kaufen. Unter anderem sind dann ein paar Teamwork-Items dabei, beziehungsweise für den einen oder anderen Twink ein bisschen Gear, was ganz sinnig ist. Es gibt auch alle möglichen Waffen. Und zusätzlich gibt es aber auch ein Spielzeug. Und das switchen wir einmal hier rüber auf meinen Monk. Der steht nämlich schon vor besagten Händler. Wir sind nämlich hier einmal ins Sturmwind. Und die Quest, die ihr kriegt, wenn ihr einloggt, führt euch auch zum Händler hin. Ihr könnt aber auch direkt zum Händler gehen. Der ist hier in SW, seht ihr, auf den Koordinaten 24, 52. Und in OG, beziehungsweise vor OG, ist er hier bei diesem Turm etwa 55, 11 in Durota. Was kann der alles verkaufen? Ich habe es ja schon angeschnitten. Wir haben ein paar Teamwork-Items dabei, beziehungsweise Gear für den einen oder anderen niedrig equippteren Twink. 252. Kostet alles die Währung urzeitlich Sens. Und dann, wenn wir ganz nach hinten blättern, gibt es hier den Beutel. Den wollen wir uns heute angucken. Und zwar Beutel voller zorniger Winde. Hat einen lustigen Namen. Ich könnte jetzt einiges kleine Flachwitze zu reißen, aber das lassen wir jetzt an der Stelle mal und schauen uns lieber an, was das Ding macht. Saugt 10 Sekunden lang Kleintiere ein, hat 30 Minuten Abklingzeit. Ich würde sagen, wir lernen das mal. Übrigens, wenn ihr Collector seid wie ich und alles Mögliche sammeln wollt, ihr braucht etwa 1600, 1700 von den Marken. Am besten könnt ihr sie meiner Meinung nach farmen, wenn ihr immer wieder den Boss tötet bei den Events. Ihr seht die ja übrigens auf der Map. Ich hatte ja gestern schon ein Video dazu gemacht, zu dem Event allgemein, auch mit dem Achievement und dem Erbstück, was man da bekommen kann. Aber hier vielleicht nochmal so ein kleiner Hinweis. Die Events sind immer 2,5 Stunden da. Dann ist eine kurze Zeit zwischendrin, 15 Minuten, wo die nicht da sind und dann kann man die wieder beginnen. Alle 30 Minuten kommt ein Boss und dieser Boss droppt halt zwischen 25 und 30 Marken und auch wenn der Boss nicht da ist, können die ganzen kleinen Viecher und Elite-Mobs töten, die können auch diese Marken droppen. Wenn man das natürlich jetzt effizient farmen will, so wie ich das gemacht habe, dann geht man halt hier rein, schaut in welcher Zone man ist, zum Beispiel bin ich jetzt im Ödland oder auf Englisch Badland, schaut wo ist ein Boss ab, joint da rein, haut den Boss um, geht raus, nächste Gruppe und das macht man immer so weiter, so kann man am effizientesten die Marken farmen. Man kann natürlich auch mit vielen Twinks diese Quests machen, die einen hierher schicken, die bringen auch ganz gut Marken. Was da jetzt das Allereffizienteste ist, weiß ich nicht. Ich fand es angenehm, immer nur diese Bosse zu machen. Da muss man sich nicht viel bewegen, bleibt einfach hier stehen, queut sich ein bisschen rein und gut ist die Sache. Gut, so viel zum Markenfarmen. Dann würde ich sagen, testen wir natürlich auch das Toy. Ich brauche jetzt irgendwo ein Kleintier. Schon mal, da haben wir schon mal ein Kleintier. Das ist zwar jetzt leider nur eins, aber eventuell können wir einmal gucken. So, jetzt haben wir hier Beutel voller zorniger Wind. Jetzt weiß nicht, wie nah ich da dran sein muss. Hier haben wir es. Setzen wir es ein. Okay, das wird jetzt hier in den Beutel reingesaugt und ist einfach weg. Achso, ich kann mit dem Ding rumlaufen? Ah, interesting. Ja gut, also vom Hocker haut es mich jetzt nicht. Ne? Es ist wieder ein Toy mehr. Und so wie es aktuell aussieht, ist es halt, wie gesagt, vom Pre-Event. Es kann natürlich sein, dass man später diese Währung auch nochmal irgendwo bekommen kann und dass man sich später noch holen kann. Aktueller Stand weiß ich jetzt das noch nicht. Heißt, es kann sein, dass es halt dann rausgepatcht ist. Wenn ihr dementsprechend das haben wollt, dann solltet ihr euch das am besten jetzt noch besorgen. Viel Aufwand ist es nicht. Und ja, damit sind wir auch schon durch mit dem kleinen Toy Guide. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.